So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 1000 Abonnenten-Special. Ich hätte nicht gedacht, dass ich 1000 Abonnenten jetzt so schnell in den letzten paar Monaten, anderthalb Monate, 2 Monate bekommen werde, aber das ist ja ganz glatt gelaufen und dafür möchte ich mich erstmal bei euch bedanken. War auf jeden Fall sehr nice, dass es das jetzt so schnell ging und ich hätte es mir auch nicht erwartet, dass ich überhaupt jetzt die 2012 noch das knacke, aber das hat anscheinend funktioniert. Und da kommen wir dann auch gleich zum 1000 Abonnenten-Special, aber vorher möchte ich ein paar Sachen erwähnen für Leute, die Minecraft-Videos bei mir vermissen auf jeden Fall, weil die werden immer noch gemacht, und zwar in Together, dann eine Adventure Map. Und wir überlegen, ob wir jeden Tag ein Video hochladen. Wer ist wir? Ich habe für die neuen Abonnenten, die es noch nicht kennen, einen anderen Kanal, der heißt Miners GmbH. Dort wird nur Minecraft hochgeladen, momentan Together mit Basti zockt, also Basti14, mit Pixelarchitekt und mit Ostrielp. Und wir machen dort auch dann zu dritt, ohne Basti, dann immer eine Adventure Map. Momentan ist das T3C, eine Jump'n'Run Map. Aber wir werden dann natürlich auch noch viele andere machen. Und Snapshots gibt es da auch jedes Mal, Vorstellungen und so weiter. Also für alle Minecrafter unter euch, die das bei mir vermissen. Ihr könnt euch da jederzeit das dort angucken. Hat momentan 700 Abonnenten oder sowas. Also die sind auch gut im Nehmen. Wäre schön, wenn die auch bald die 1000 knacken würden. Also gib mal Gas hier. Ja. Und was es dann jetzt noch gibt. Vielleicht wird es demnächst bald bei mir Minecraft geben. Ihr erinnert euch ja Survival Games 3. Da war ja so ein Blödsinn, weil da so viele Leute durcheinander waren. Und ich plane es jetzt besser zu machen. Ich weiß noch nicht genau, ob das funktionieren wird oder wie es abläuft. Am 4. Oktober kommt, wie manche von euch vielleicht wissen, Survival Games 4 raus. Hat Variant auf Facebook und YouTube angekündigt. Und ich überlege, dass ich da wieder sowas wie bei Survival Games 3 mache. Also am ersten Tag direkt zocken. Nur diesmal nur mit vertrauenswürdigen Leuten, die da auch nicht Scheiße bauen und so weiter, ne? Also könnt ihr euch vielleicht drauf freuen. Aber nur vielleicht, wie gesagt. Ja gut, was gibt's noch zu sagen? Ich habe am Mittwoch, wer es von euch mitbekommen hat, einen Livestream gemacht. Also Mittwoch der, Moment, ich gucke eben, was das war. Mittwoch der 26. September habe ich einen Livestream gemacht. Der hat um 14:30 Uhr begonnen und war praktisch Open End, hat irgendwann um 20 Uhr aufgehört oder so. Der neue Grafiktreiber, den ich momentan nämlich drauf habe, der unterstützt jetzt endlich wieder das XSplit und es schmiert nicht dauernd ab, wenn ich streame. Das hatte ich ja auch schon mal in letzter Zeit. Und deswegen habe ich geplant, dass ich jetzt jeden Mittwoch ab ca. 14:30 Uhr so einen Livestream mache mit Open End, der meistens bis in die Nacht geht, also so 6-7 Stunden oder sowas. Wird da schon drinnen sein, würde ich mal sagen. Ja, das wird euch gefallen und mir sicher auch. Mir macht das nämlich jeden Spaß, das Streamen hier. Und dafür eben, wie gesagt, den Chat. Ladet euch ein Chatprogramm runter, MIRC oder das ist zum Beispiel das, was ich benutze. Oder ihr geht halt einfach auf webchat.quakenet.org. Und gebt dort in den Channel Hashtag Venicraft, geht da rein. Ich bin die ganze Zeit in diesem Chat drinnen, also ihr könnt da jederzeit reinkommen, auch wenn ich nicht streame und mit mir schreiben. Ist ein Moderated Channel, also ich bin da Admin drinnen und irgend so ein Typ ist Voice. Ich, keine Ahnung, er kennt meinen YouTube-Kanal, also falls er hier ist, hallo Max mit 4 statt A. Ja, machen wir weiter. Haben wir so eine kleine Notiz gemacht, was mache ich als nächstes? Genau. Für die Leute, die mich in LOL immer noch adden, also das hatte ich beim Livestream gerade, dass mich so viele geaddet haben auf meinem Main-Account. Ich nehme Leute nur auf meinem Smurf an. Wer nicht weiß, was das ist ein zweiter Account. Der hat bei mir auch schon Level 30 und heißt Niffel Niffel mit 2 F, Niffel. Und das Ganze zweimal einfach, ohne Abstand oder irgendwas. Und wenn ihr mich dort addet, nehme ich euch hundertprozentig an. Und da kommt jetzt auch noch gleich mehr. Und zwar, zum eigentlichen 1000 Abonnenten-Special kommen wir jetzt gleich. Eine Sache noch für die Leute, die LOL spielen, bevor ich dazu komme. Wenn ihr zufällig Lust habt, das werde ich in den Livestreams nämlich machen. Ich habe einen Referral-Ring, da bekomme ich nämlich Belohnungen, wenn Leute für mich dort anmelden. Also praktisch, ihr meldet euch für LOL an, über den Link einfach, ganz normal, ist nichts Spezielles dabei und dafür kriege ich Punkte. Also, wenn ihr das machen könntet, wenn ihr LOL ausprobieren wollt, der Link ist in der Beschreibung, ist bei jedem LOL-Video in der Beschreibung und dort könnt ihr euch anmelden, dann kriege ich nämlich Punkte und ja, ihr kriegt dann auch Riot Points, glaube ich, 400 oder so, oder irgendwas, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht so genau. Und ich werde es dann in den Livestreams so machen, dass ich mit den Leuten auch spiele, dann mache ich mir auch einen neuen Account gleich und dann spielen wir immer gemeinsam so ein Aram oder irgendwas, bis die Accounts dann schließlich Level 30 sind. Gut, das war's dann von der ersten Zeile, die ich mir hier aufgeschrieben habe, glaube ich. Ja, genau. Gut, die zweite Zeile. Jetzt kommen wir zum 1000 Abonnenten-Special. Sorry, aber mein Kanal ist wie gesagt jetzt auf LOL basierend. Minecraft gibt's auf Miners GmbH, dort gibt's dieses Beverage-Punkt-Turnier, werden wir glaube ich irgendwann mal machen. Das haben wir schon vor Ewigkeiten angekündigt, war 500 Abo-Special. Also, für die Leute, die LOL spielen, gibt's bei mir das 1000 Abo-Special. Ich werde ein One-on-One-LOL-Turnier machen am 10.10.12.
Also 10. Oktober 2012, das ist bald. Ich kann jetzt nicht das genaue Datum sagen, sonst wisst ihr, wann ich das aufnehme. Ich nehme also ein bisschen im Voraus auf. So. Gut, dafür ist der Anmeldeschluss am Sonntag, dem 7.10. um 12, 17.12. um 20 Uhr. Wie ihr mitmachen könnt, ganz einfach, ihr addet meinen Smurf, den ich vorhin angesprochen habe, Niffel Niffel, und schreibt dem am 6. Ja, ich werde hinten und wieder immer wieder ankommen, aber ihr schreibt ihm auf jeden Fall an. Und schreibt mir bitte auch noch eine, also ihr edit den einfach, ja. Und schreibt mir dann auch noch eine zu YouTube-PN, wie ihr in LOL heißt, und dass ihr mitmachen wollt. Also einfach nur so, so ein Kopf praktisch, so Betreff 1000 Abos Special LOL-Turnier. Dann schreibt da rein, ich heiße in LOL so und so und würde gerne beim Turnier mitmachen. Ende der Geschichte, das war's schon. Mehr müsst ihr da nicht reinschreiben. Und das geht nur für Level 30er. Ich will nicht, dass da jetzt irgendwelche Leute mitmachen, die noch so Anfänger sind. Mit denen werde ich dann, wie gesagt, im Stream spielen. Ich werde das ganze Event auch streamen. Und genaueres mit den Regeln und alles Mögliche gibt es dann in dem anderen Video, das dazu kommt. Das wird am 7., glaube ich, kommen oder am 8., weiß ich noch nicht genau. Und der erste hat folgendes zu gewinnen: eine 10 € Passive Card. Mehr kann ich da jetzt nicht investieren. Ihr wisst, ich bin kein YouTube-Partner, ich habe jetzt nicht Geld oder irgendwas, was ich da jetzt so reinstecken will. Ich habe einen teuren PC, dafür habe ich jede Menge ausgegeben und deswegen wird das nicht so gut funktionieren. Aber 10 € Passive Card ist für den ersten ganz okay und ihr spielt ja dann auch mit mir. Also ich werde da nicht mehr spielen, sondern ich werde da die ganze Zeit casten, also mit Livestream und das Ganze begutachten. Aber wie gesagt, genau das kommt dann zum Video extra da dann. Jo, dann würde ich mal sagen, danke nochmal für die 1000 Abonnenten, ist echt hammer nice von euch. Wichtige Sachen nochmal zusammengefasst: Miners GmbH, gibt's Minecraft-Videos, der Referral-Ring, könnt ihr mir gerne aushelfen. Dann das Turnier, 10.10. ist es, das ist ein Mittwoch ab 14:30 Uhr, wie halt immer da. Da werden wir die ersten Runden machen und am 7.10. ist Anmeldeschluss, also nicht vergessen. Niffel, Niffel, Edden. Dann nochmal vielen, vielen Dank und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao. So, als kleines Special hänge ich hier jetzt noch was dran und zwar die ganzen Sachen, die ich auf der Gamescom aufgenommen habe. So ein Gamescom-Tagebuch und sowas. Und ein lustiges Video mit Eddie beim Autofahren. Kann ich euch also viel versprechen. Viel Spaß damit. Nö. So ein Navi haben wir aber auch, top, top. Halten Sie sich links, dann biegen Sie rechts ab. Die Dinge sind voll geil. Biegen Sie rechts ab, dann ich bin schon. Biegen Sie links ab. Scheiße. Biegen Sie links ab, dann Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht. Die Kreuzung. Sie haben Vorfahrt, das sind schon. Hotel Rossner. Ja, super. Wir sind einmal um den Block rumgefahren. Das, hier ist 16. Ja, das heißt, das komische Weise ist, das müsste genau gegenüber. Alter, wieso? Ja, komm, alle rein. Straße. Nach 80 Metern, Sie haben Ihren Bestimmungsort. Kann doch gar nicht sein, das ist auf der Domstraße. Ich hab alle Heiligen eingegeben. Das nicht? Apartment Lambo? Halfpoint heißt das. Halfpoint? Hotel Ludwig. Sieht das nicht nach einem Hotel aus. Tor, das ist, glaube ich, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Glaube ich, am Ende der Straße rechts. Okay. Ist hier am Ende der Straße? Hier gibt es kein Ende der Straße. Hier ist aber das Schild. Ja. Sollen wir es auf jeden Fall? Piep. Ja, gut, der erste Tag ist eigentlich rum. Ich konnte nicht sonderlich viel aufnehmen, weil ich meine Kamera im Hotel vergessen habe. Wir konnten ja später einchecken. Wir waren vom Kölner Dom, waren im Kölner Dom, waren im Bahnhof, waren beim Mediamarkt. Waren beim Mediamarkt, das ist übrigens aussieht. GameStop, Dunkin' Donuts. Haben eine Runde, haben ein paar Runden Munchkin gespielt. Hey, die hat gecheatet. Haben ein paar Runden auf dem Massagestuhl im Mediamarkt verbracht. Oh ja, das war so gut. Das war eine schöne Zeit.
Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal zum Kölner Dom morgen oder so, dann filme ich das nochmal schön. Morgen toll. Dann der erste Tag auf der Gamescom. Morgen der erste Tag auf der Gamescom, weil wir, nachdem wir angeschickt haben, erstmal sofort 2 Stunden am Ratzen waren. Beziehungsweise Veni, der hat uns dann angesteckt. Sind alle eingeschlafen übrigens. Ich zeig mal das Zimmer hier. Also das sind hier so 2 Betten direkt nebeneinander mit so Kästen. Zeig mein geiles Bett. Ja, mein geiles Bett. Aus dieser Matratze. Und wegen dem können wir nicht aufs Klo. Mein Badezimmer. Wunderschönes Badezimmer. Wow, ich habe mir meinen Fuß eingeklemmt. Wie man sieht, man kommt locker rein und wieder raus. Und ja. Dasselbe auch beim Hinausgehen. Und da haben wir dann halt unser Fenster. Wir sind im dritten Stock. Da haben wir unser Fenster. Warte, ich will mal rausfilmen. Und die ganzen Büros. Also wir sind wirklich sehr nah. Wir sind Luftlinie keine 200 Meter vom Bahnhof weg. Und vom Bahnhof aus sind wir, ja, vom Bahnhof aus ist wirklich nur einige 100 oder 200 Meter. 450 Meter hat der Navi doch gesagt. Ja, wir sind aber im Kreis gefahren. Und das nicht nur einmal. Und das hat Veni aufgenommen angeblich. Ich bin mal gespannt. Ja, aber ich habe nur den Anfang aufgenommen. Wir sind dann noch ca. 5 Runden gefahren. Wir sind noch ca. 5. Ein Parkplatz kostet hier verdammt scheiße viel. Und ja, der Kölner Dom ist irgendwo da. Lang. Dorthin. Wenn man rausschaut bei dem Fenster von unserer Tür, sieht man ihn. Da ist ja, wir können ja mal rausgehen. Hast du einen Schlüssel mit, Daddy? Nein. Warte, ich nehme mit. Okay. Professionell. So, jetzt kommt wieder der. Die Matte zum Einsatz. Danke. Ja, da ist er doch schon. Mhm. Da wollen wir auch noch drauf vielleicht. Vielleicht. Ja. Fokussiert mit dumme Kamera. Zum Rand, Veni. Mhm. Richtig professionell, Eddie. Ja, das sieht man aber. Halt die Fresse. Ja, da hinten ist halt schon der Bahnhof. Also ihr könnt uns vielleicht am Domplatz treffen. Obwohl, warte mal, wir landen das doch erst nach der Gamescom. Wir sitzen eigentlich am Domplatz auf der Treppe immer für 20 Minuten oder so. Und das regt sich drüber auf. Und Veni verscheucht die ganze Zeit Tauben. Mit seinen stinkigen. Und Veni hat hoffentlich Pfiffenschüsse mitgenommen. Na, hoffen wir es. Du hast zugeschlossen, Dulli. Ich bin kein Dulli, lass mich. Wie nimmst du jetzt die Türen? Hä? Achso. Fick dich mal, was. Hast du drinnen den Schlüssel mit? Okay, wieder aus dem Fenster filmen. Oder? Ja, was sollen wir aus dem Fenster machen? Rausfilmen. Ja, auf jeden Fall. Alter! Wir haben auch 13 Stunden Zugfahrt hinter uns, Austin und ich. Mitten in der Nacht. Und wir konnten nicht schlafen, weil die Sitze scheiße sind. Und die Leute laut waren. Betrunken. Ich geb's zu. Du hast 4-mal gepennt. Ja, aber immer nur so ganz kurz. Davon 3-mal mit offenem Mund. Ja, Und man sieht gerade wunderschöne Autos mit unten das Gamescom-Schild. Wo? Mhm. Da unten direkt. Zum Rande die. Sollte man eigentlich erkennen. Hammer Qualität. Fokussier! Qualität. Ja, die ist sehr gut. Ich soll die nicht fokussieren. Ja, jetzt fokussiert die. Gamescom. Ja, und da gehen wir morgen das erste Mal dann hin. Ja, ja. Ich bin scheiße müde und werde doch gleich schlafen gehen. Ja. Dulli. Wir haben nämlich schon 9 Uhr. Dulli. Gut. Dulli. Ich hör doch mal auf zu gehen. Ja, ich auch. Und ich verabschiede mich dann für diesen Tag. Ja. Ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen beim zweiten Gamescom Tagebuch. Hallo. Du siehst so müde aus, weil deine Haare da so wegstehen. Was? Das ist durch den Tag, durch den Wind. Okay, also wir waren heute Freitag, das erste Mal auf der Gamescom. Erstmal schön 1,5 Stunden angestanden. Mhm. Ich krieg nur so ein Band, also zwar. Meins ist ab, war zu eng. Muss ja. Morgen ein neues holen. Eddie ist gerade kacken. Ja, also hauptsächlich auf der Gamescom, wir waren eigentlich überall. Nur ich war nicht bei EA Sports, weil ich, oder Electronic Arts war es, ne? Weil ich da sowieso nicht rein darf, weil es alles 18 ist. Aha. Ich war hauptsächlich bei LOL und da kommt Eddie gerade. Hallo Eddie. Hallo Eddie. Ja, ich weiß, man wird schön.
Und ja, da habe ich ein paar Sachen bekommen. Einmal das hier. XMG, das ist ein Partner von Razer. Hallo Abby. Ja, vergessen. Dann eine Orange. Mit der Unterschrift von irgendeinem Yellow-Typen. Yellow Pete, ja. Gerne, dann hole ich mir auch noch. Und in meiner kleinen Geldbörse habe ich den Rest. Lauter Skins. Das hier habe ich auch bekommen. Ja, sonst habe ich auch. Weil wir waren jetzt noch bei Mickels mit McChicken Menu. Mit Kassette 10, da fuck. Mit Basti und Elias, das ist ein Kollege von denen. Was du sagen willst. Was? Du weißt es. Doch, jetzt sage ich jetzt, ich habe schon vergessen gehabt. Aber jetzt muss ich es sagen. Egal, auf jeden Fall. Eddie hat sich voll auf seinen Cheeseburger gesetzt. Basti hat sich schon auf Facebook gepostet. Halt's Maul da draußen. Ja. Irgendwie jedes Mal am Abend. Ja, irgendwie. Ja, auf jeden Fall haben wir dann jetzt meine noch. Hose. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht, aber ich denke schon. Du hast dich gar nicht. Cola Vanille. Ach ja, genau, so ein Ding, so ein Fächer habe ich auch noch bekommen. Cola Vanille. Ja, Cola Vanille. Oh, scheiße, schmeckt. Ja, und dann haben wir jetzt noch. Cola Vanille schmeckt geil, du Fotze. Becks Eis und Becks Green Lemon gehabt. Und wir haben jetzt wieder Munchkin mit Basti gespielt, was übelst lustig war. Ey, da ist eine Pommes in meinem Kabelfach. Ja gut, dann gehen wir wieder auf die Gamescom, diesmal mit Basti gemeinsam und wir treffen dort ein paar Kollegen. Tristan, wen noch? Irgendwen wollten wir noch treffen, oder? Luke vielleicht, wenn wir ihn sehen. Rewind Me, okay, ja. Und der baut Minecraft auch. Müssen wir schauen, ne? Ja gut, dann fick dich. Mein Bett beziehen, war voll mit Soße. Basti. Die sind Zeug einfach. Okay, ja gut, dann... Das war Tag 2. Spielen wir jetzt noch eine Runde, wer bin ich? Besoft Edition, halbwegs. Nicht wirklich. Der redet von Besoft Edition, weil der eineinhalb Bier getrunken hat, ey. Es wäre eine Besoft Edition, wenn wir alles davon gesoffen hätten. Felix, also zumindest einer. Frauenbier? Ja, irgendwie in der Art, aber... Es ist nicht wirklich, Mann. Nein. Alter, ist es laut in Köln. Ja, egal, ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Hallo und willkommen zum dritten Tag. Es ist Samstag, oder? Samstag ist heute. Das heißt wieder aus. Stream hat schon so einen geilen Hut auf. Wir waren heute die ersten auf der Gamescom mitunter und da haben wir so einen geilen Samsung-Hut bekommen. Und noch vieles mehr. Dieses End of Nation-Teil hier. Warte mal, da dürfte auch mein ganzes Zeug drin sein, oder? Das ich bekommen habe. Nein, mein Vanille-Cola, scheiß drauf. Fickt euch. Diese XMG, das kennt ihr ja schon. Hier das Teil. Das ist diese Orange, die ich letztes Mal gezeigt habe und diesmal signiert von allen Mitgliedern von CLG EU. Und das ist dann von Ursula signiert. Ich habe noch eine Orange übrigens. Dann das kann ich gegen Riot Points eintauschen. Steht auf der Rückseite, den Code zeige ich jetzt nicht her, logischerweise. Und das hier sind nochmal Autogrammkarten von allen von CLG EU. T-Shirts von Eddie. Ja, Eddie hat 4 T-Shirts beim Racing gewonnen, oder was das war? Irgendwas in der Art. Hallo Eddie. Warte, ich hab hoch. Oh, Zähne putzen. Mhm. Und gerade haben wir auch rausgefunden, dass Kölner behindert sind. Mindestens ein paar. Ja. Hallo an die Leute, wenn sie uns sehen. Nein, sehen die nicht. Ja, das hat was mit dem Restaurant zu tun. Ja, egal, das war's eigentlich schon. Wir gehen jetzt dann gleich pennen und morgen nochmal auf die Gamescom. Ne? Und dann fahren wir nach Hause. Aua! Und der hat sich wieder mal wehgetan. Ja. Aber er hat sich heute auf keinen Burger gesetzt. Das ist schon mal ein Fortschritt. Naja, bis dann.